Das heißt, ganz im Gegenteil, ihr müsst darauf achten, dass die Anschraubfläche hier fettfrei ist und in diesem Fall auch rostfrei. Deswegen gibt es hier diesen Radnabenschleifer, den wir haben. Damit entrostet ihr einmal die Radnabe hier, beziehungsweise in dem Fall die Anschraubfläche der Bremsscheibe. Einmal hier die Zentrierung entrosten. Das gilt auch für die Felge. Einmal hier die Zentrierung sauber machen und auch einmal hier schön entrosten. Und um jetzt ein Festpacken der Felge hier auf der Radnabe zu verhindern, ist das Maximum der Gefühle, hier einmal so ein bisschen eine Keramikpaste auf die Zentrierung aufzutragen. Und genau so montiert ihr nämlich eine Felge und nicht anders. Und jetzt werden die Klugscheißer natürlich sagen, also das höre ich zum ersten Mal, die Schraube trägt ja das Ganze. Nein, ist falsch. Die Schrauben und die Zentrierung tragen natürlich ein bisschen dazu bei. Wir freuen uns jetzt schon auf die Diskussion. Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu meint. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.